حبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله سبحانه وتعالى غيدة إن في خشيد الآيات من القرآن إبا البروفيت صلى الله عليه وسلم نيش نو إبا أنزا البروفيت صلى الله عليه وسلم زندان إغيد إبا البروفيت إبا من آدم بس بروفيت صلى الله عليه وسلم إبا نوح إبا إبراهيم إبا إسماعيل إبا إسحاق إبا يعقوب إبا يوسف إبا إبا داود إبا سليمان أيوب إبا موسى إبا عيسى إبا البروفيت إبا أنزا البروفيت صلى الله عليه وسلم. Das ist das Thema Prophetentum, Al-Nubuwa, Al-Risala. Wohl ist ein Unterschied gibt zwischen Al-Nubuwa und Al-Risala. Nabi, nicht jeder Nabi ist Rasul. Nicht jeder Nabi ist Rasul. Nicht reden. Nicht reden. Jungs, kommt rein, aber seid leise. Nee, warum redet ihr in der Moschee jetzt? Wir haben das. Jeder Rasul ist ein Nabi, aber nicht jeder Nabi ist ein Rasul. Die Gelehrten hatten eine große Diskussion, das ist nicht unser Thema. Wir reden allgemein über Prophetentum, weil jeder Rasul ist ein Nabi. Das Thema heute, wir reden über die Beziehung zwischen Prophetentum und Zivilisation, Hadara. Zivilisation auf Arabisch heißt Al-Hadara. Hadara stammt, weil die Araber sagen, Hadira und Al-Badiya. Al-Badiya ist Dorf, Al-Hadira ist die Stadt. Warum heißt im Arabischen Al-Hadira so? Hadira bedeutet, irgendeine Sache ist Präsenz. Hudur. Präsenz. Du sagst, Hadara yahduru huduran. Jemand ist Präsenz. In der Stadt, sagen die, warum heißt Hadira? Man hat alles in der Stadt. Alles, was man braucht, ist in der Stadt. Alles, was du brauchst, gibt es in der Stadt. Hadir, Präsenz. In Al-Badiya ist nicht alles Hadir. Die Leute dort haben wenig. Das ist sprachlich, warum? Aber in Bezug auf jetzt das Thema, Fachausdruck von Hadara, es gibt große Meinungsverschiedenheit in der Welt, was bedeutet Hadara. Manche sagen, Hadara bezieht sich auf materielle Dinge. Das ist Technologie. Das heißt auch Al-Madaniya. Jemand, der das Kühlschrank, Auto, die Uhr, Heizung zu Hause, Flugzeug, solche Dinge, materielle Dinge, das ist Hadara. Was der Mensch
an Material produziert hat. Das ist Al-Hadara. So heißt Al-Hadara bei manchen. Manche anderen sagen nein. Al-Hadara, das ist die hohen Werte, von, was ein Mensch produziert hat. Akhlaq, Qiyam, Prinzipien. Das bedeutet, Al-Hadara ist eine Sache, die innerlich ist. Kommt von dem Mensch, was innerlich ist, nicht was äußerlich. Zwei Meinungen. Es gibt einen Historiker, Amerikaner heißt, Walt Durant, hat ein Buch, heißt Die Geschichte der Zivilisation. Das Buch ist 16 Bände. Das Buch redet über alle Zivilisationen der Welt. Das Buch hat ihm 19 Jahre gekostet, er und seine Frau. Wir haben alle Zivilisationen analysiert. Als er kam zum Begriff Zivilisation, er sagt, Zivilisation, es bezieht sich auf die Bedeutungen und Werte, Prinzipien, nicht auf Material. Ein anderer französischer Arzt, der Historiker, Gustave Le Bon, er hat auch ein Buch geschrieben über die arabische Zivilisation, so heißt das Buch. Er sagt, dass Zivilisation bezieht sich auf Werte und Bedeutungen, Akhlaq, Benehmen, Moral. Unsere Gelehrten, sie definieren auch den Begriff Zivilisation und meinen auch Al-Akhlaq, Al-Din, die Religion. Deshalb, nach islamischer Sicht, die Propheten sind die Gründer der Zivilisation. Adam a.s. kam von As-Sama, von oben, mit Zivilisation. War zivilisiert. Oder Adam war nicht zivilisiert. Können wir sagen, dass Adam nicht zivilisiert war? Nach der materialischen Bedeutung von Zivilisation. Adam ist nicht zivilisiert. Nuh ist auch nicht zivilisiert. Warum? Weil die hatten keine Technologie. Die haben einfache Sachen. Die hatten schwer, Sachen zu holen. Wasser und auch die Mittel, die hatten, die waren gering. Deshalb nach materialischer Ansicht, Adam und die Propheten, die waren nicht zivilisiert. Sowieso, die Bücher der Geschichte, nach materialischer Sicht, die reden gar nicht über Propheten. Aber bei uns, wenn wir einen islamischen Sicht sehen, die Propheten sind die Gründer der Zivilisation. Adam a.s., er kam mit Tawhid, mit Akhlaq, mit Moral, mit Benehmen. Nuh, alle Propheten. Unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, also es bedeutet jetzt, wir sind einig, dass die Propheten, sie begründen die Zivilisation. Materialische Sicht, die sagt, dass der Mensch produziert Zivilisation. Danach kam ein Philosoph, heißt Hegel, sagt, nein, der Mensch ist beeinflusst, er ist selbst beeinflusst von Dingen. Also von Maschinen, von Industrie, von Wirtschaft und vielen anderen Sachen. Bedeutet, dass die Wirtschaft und Geld und Maschinen, die machen die Zivilisation. Und das ist Material. Also wenn wir reden jetzt unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, kam im 6. Jahrhundert nach Christus, Qarn Sadis. Prophet, sallallahu alaihi wasallam, kam, die Historiker sind einig, dass diese Phase, also zwischen Isa und Prophet war 631 Jahre. Das war die dunkelste Zeit der Geschichte. Also nach Isa, weil als Isa kam, Isa auch brachte Zivilisation. Isa brachte Tawhid, brachte Moral, Benehmen, wie der Mann, die Beziehung zwischen einem Mensch und seinem Herr, zwischen Mensch und die Welt, zwischen Mensch und die Menschen, zwischen Mensch und die Tiere. Also nach Isa a.s., Isa war verfolgt. Das ist nicht wie unser Prophet a.s. oder Musa. Unser Prophet a.s. hatte einen Staat. Der war ein Staatsmann. Der hat regiert, Prophet a.s. Nachdem Isa, Allah subhanahu wa ta'ala, ihm aufgehoben hat, die Jünger von Isa, die waren verfolgt. Also es bedeutet, dass die Al-Muwahidun von dem Anhänger von Isa a.s., die waren verfolgt. Und die lebten unter dem Hut des römischen Reichs.
Die Römer, die hatten kein Interesse an Religion. Im Jahre 325, nach Isa a.s., gab es eine Versammlung, heißt der Konzil der Nikai. In dieser Konzil gab es zwei großen Gruppen, Al-Muwahhidun, das sind die Anhänger von Arius, und waren Al-Mushrikun. Al-Muwahhidun waren mehr als Al-Mushrikun. Al-Muwahhidun haben gesagt, dass Isa ist ein Prophet. La ilaha illallah, Isa Rasulullah. Al-Mushrikun sagen, dass Isa ist ein Gott, hat eine göttliche Natur. Was macht der Kaiser? Er gab sein Schwert und seinen Ring an diese Polytheisten und sagt zu ihnen, heute gebe ich euch die Macht über mein Königsreich. Was haben die gemacht? Die haben Al-Muwahhidun verfolgt. Die haben alle Bibeln, die reden über Tauhid, verbrannt. Und es blieben diese vier Bibeln, was wir jetzt haben. Das bedeutet, nach dieser Phase gab es eine große Dunkelheit in der Erde. Die Historiker reden über China, über Japan, über das Römische Reich, östlich und westlich. Es gab eine große Dunkelheit. Als der Prophet kam mit dem Licht, hat viele Sachen korrigiert, hat gesagt, dass Isa hat keine göttliche Natur. Isa ist, laqad kafara alladhina qalu inna Isa thalithu thalatha. Das bedeutet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat viele Sachen korrigiert. Isa ist ein Prophet, das ist kein Gott, hat keine göttliche Natur. Prophet sallallahu alaihi wasallam, bevor er die Offenbarung bekam, er hat immer in jedem Ramadan hat At-Tawaf gemacht. Und entging zu seiner Höhle oben. Zwischen Mekka und diesem Ghar von Hira, 10 Kilometer. Und das ist in einem Berg. Der Berg heißt Berg der Licht jetzt, von Nur. Prophet sallallahu alaihi wasallam, er geht hoch an diese Höhle. Es gibt kein Licht, es gibt keinen Mensch. Es gibt nichts. Prophet sallallahu alaihi wasallam sitzt dort einen Monat Tag und Nacht. Kann einer von uns das machen? Ich kann das nicht machen. Also ich gehe 10 Kilometer weit der Stadt, es gibt kein Licht und nicht eine Höhle, Tag und Nacht, ich kann das nicht. Das bedeutet, dass Prophet, er war ein mutiger Mann. Prophet, er ging dort und er hat über sein Volk nachgedacht. Weil du weißt, dass in Mekka gab es mehr als 360 Götze. Und der Prophet, er war traurig, dass sein Volk, die Enkel von Ibrahim und Ismail, die sind Götzendiener. Jeder in Mekka, also in Al-Ka'ba, war 360 Götze aus Stein. Und in jedem Haus gab es einen Götze aus Stein. Sogar gab es Götzen aus Datteln. Aber wenn sie Hunger haben, die essen das. Wie Omar gesagt hat. Wir hatten unser Götze aus Datteln, Ajur gemacht. Als wir Hunger hatten, haben wir unser Gott gegessen. Prophet hat ihm sowas nicht gefallen. Prophet und manche Hunafa waren in seiner Zeit. Weil du weißt, dass Abu Bakr hat nie das Sujud zu einem Götze gemacht. Und Waraq ibn Nawfal gab manche Muwahhidun in der Gesellschaft von Mekka. Und die gesamte Erde, wie in einem Hadith steht, dass Allah subhanahu wa ta'ala, er schaute auf die Herzen von den Bewohnern der Erde, er hat sie alle gehasst, außer manchen Leute. Und das erzählte Salman al-Farisi zu Ibn Abbas. Salman, das ist der authentische Dokument, der erzählt die Phase vor dem Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Salman al-Farisi, der war in Persien, die haben Feuer angebetet. Sein Vater hat Allah, hat sein, also Feuer ist sein Gott. Er hat sein Gott versprochen, dass wenn Salman groß ist, er macht ihm einen Diener für dieses Feuer. Salman, als er klein war, er hat nichts gemacht, außer dieses Feuer gezündet hat. Das war sein. Salman hat eine große Reise gemacht. Das ist unser Thema jetzt, aber Salman hat eine große Reise gemacht, um Al-Haq zu suchen. Und er hat Al-Hanifiyya gesucht. Er fand einen Priester in der Türkei. Er hat ihm Tauhid beigebracht. Danach, bevor er starb, war er bei anderen
Und bevor er starb, war er bei Dritten. Der Dritte hat ihm gesagt, ich kenne niemanden auf dieser Erde, der Muwahhid ist, aber das ist die Zeit, der Eintritt oder von Präsenz von einem Prophet, der kommt in Yathrib. Hat ihm Yathrib beschrieben, das ist ein Land, wo viele Palmen gibt. Was hat Salman gemacht? Salman, er hat alles gemacht, um dort zu gehen. Er ist dort gegangen und manche Leute, die haben ihn verkauft. Er war dort als Diener. Er hat dann den Prophet sallallahu alaihi wasallam getroffen, hat die zwei Zeichen, also ein Ring, einen Khatam in seinen Rücken. Und Salman kam zum Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er hat zu ihm gesagt, das ist Sadaqa. Und er weiß, dass der Prophet nimmt keinen Sadaqa. Der Prophet hat nicht gegessen, hat das verzeiht. Am zweiten Tag kam Salman zum Prophet und sagte, das ist ein Geschenk. Er nahm das an. Er sagt, das ist der Prophet. Es bedeutet, dass in dieser Phase gab wenige Leute, die auf der Tauhid sind. Hunafa, Prophet, Abu Bakr und manchen anderen in manchen Ländern, Waraqa ibn Nawfal in Mekka. Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er in dieser Höhle war, kam Jibril zu ihm in Gestalt von einem Mann. Er hat ihm so gepackt und sagt zu ihm, lies, iqra. Prophet sagt, ich kann nicht lesen. Das erste Mal. Zweite Mal, iqra, lies. Ich kann nicht lesen. Dritte Mal, lies. Kann ich lesen. Dann kam erste Worte, iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram alladhi allama bil qalam. Allama al-insana ma lam ya'lam. Kannst du dir vorstellen, in einer dunklen Zeit, wo viele Unalphabeten, viele Ignoranten, viele Mushrikien auf der Erde, kommt ein Wort, Iqra, lies, zu unserer Umma, zu unserem Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Obwohl die Gesellschaft von Prophet, sallallahu alaihi wasallam, die waren Analphabeten, da Leute, die hören nur und lernen, aber die konnten nicht schreiben. Was bedeutet Iqra? Damit wir wissen, was ist die Beziehung zwischen Prophetentum und Zivilisation, was ist Iqra? Iqra. Das stammt von Verb, was für Verb? Iqra. Was für Verb? Qara'a. Yaqra'u qira'atan wa Qur'an. Hat zwei Verbalsubstantive. Qara'a. Qara'a, die Bedeutung von Qara'a ist Jama'a, hat gesammelt. Genau wie Kataba. Kataba bedeutet auch sammeln. Davon al-Katiba, wenn die Leute sammeln sich, heißt Katiba. Auch Al-Kitab ist eine Sammlung der Bücher und Sitze. Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er in dieser Höhle war, er hat die Welt beobachtet. Also, weil Al-Qira'a hat zwei Aspekte, zwei Richtungen. Qira'a in Bezug auf was du siehst, du kannst die Welt lesen, das ist die Schöpfung. Und der Qira'a in Bezug auf die Sätze und Buchstaben. Und die beiden Arten von der Qira'a, die geben dir ein Bild. Weil wenn du siehst Bilder. Jetzt nehmen wir an, es gibt viele Physiker und Astronomen, die nicht Muslime. Einer hat ein Buch geschrieben, aber er beschäftigt sich mit diesen Planeten. Er sagt immer, er weint immer und sagt zu Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la ilahun azim, du bist ein gewaltiger Rabb. Weil er sieht, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Und das ist auch eine Art Lesen. Das ist ein Bild, du siehst ein Bild. Auch wenn du Buchstaben liest, wenn du einen Satz liest, dieser Satz gibt dir ein Bild. Du bist immer mit Bildern konfrontiert. Das ist die Wahrheit des Lesens. Und du sammelst diese Bilder und du analysierst das und denkst nach, überlegst. Und das ist eine Charakteristika, was Allah subhanahu wa ta'ala den Mensch gegeben hat. Prophet sallallahu alaihi wasallam, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala ihm offenbart, iqra, lies, kam runter zu Khadija radiallahu anha. Und danach kamen die anderen Ayat. Ja, ayyuhal muddathir, qum fa'andhir, wa rabbaka fa'kabbir, wa thiyabaka fa'tahir, wa rujza fa'hajur, wa la tamnun tastakthir. Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde offenbart,
diese Sätze von dem Koran weiterzugeben. Es bedeutet, dass der Prophet er hat angefangen, die Zivilisation zu gründen. Du siehst, Prophet sagt, man kann yu'minu billahi wal yawmil akhir, wenn jemand glaubt an Allah und yawmil akhir, er soll sein Gast, soll großzügig zu seinem Gast sein, soll großzügig zu seinem Nachbar sein. Wer an Allah und yawmil akhir glaubt, er soll al-khair sagen und stumm sein. Prophet sagt, seid barmherzig mit dem Menschen, Allah subhanahu wa ta'ala wird mit euch auch barmherzig. Bedeutet, du siehst die Sätze von dem Koran und Sunna. Prophet baut die Regeln der Zivilisation in Bezug auf die Werte und Prinzipien. Die Erde kannte sowas gar nicht. Prophet hat eine Maschine aufgebaut, weil die Materialisten sagen, die Maschine macht Zivilisation. Prophet hat auch eine Maschine aufgebaut, diese Maschine, die Maschine von Al-Iman. Diese Maschine von Al-Iman hat Menschen von der Jahiliyyah zu Licht gebracht. Da kommt jemand von der Jahiliyyah, kommt rein in diese Maschine, der wird jemand anderer. Abu Bakr, Umar, wie er war, danach, wie er geworden ist. Sahaba, die waren in der Jahiliyyah. Und danach, nachdem sie Al-Iman erlebt haben, in diesen 13 Jahren in Mekka, wenn du Al-Quran al-Makki liest, Al-Quran al-Makki redet über Allah. Surat al-An'am zum Beispiel, Al-Ikhlas. Al-Quran al-Makki, er hat die Seelen behandelt. Er hat die Seelen gereinigt. Das Thema, wer ist Allah subhanahu wa ta'ala? Wer ist Allah? Und Allah subhanahu wa ta'ala hat As-Sahaba befohlen, die erste Generation befohlen, die Welt zu schauen, nachzudenken. Al-Mu'min As-Sahabi, er hat angefangen, Allah subhanahu wa ta'ala kennenzulernen. Er hat angefangen, über Al-Ghaib zu wissen, über Al-Jannah. Was ist Al-Jannah, was ist Al-Nar, was ist Al-Yawm Al-Akhir, was ist Al-Qadr? Was für Propheten waren für uns? Was sind ihre Geschichten? Was sind die Engel? Also diese Themen mit der Erziehung von Prophet sallallahu alaihi wasallam, die haben von der Sahabi jemand anderer gemacht. Und ein Beispiel davon, ein Sahabi, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war in einer Schlacht, es gibt nur ein Beispiel jetzt mit dieser Qualität. Prophet war in einer Schlacht, Tabuk, und als sie zurückkamen, bevor sie an den Medina ankamen, Prophet sallallahu alaihi wasallam beauftragte zwei Sahaba, anderen Sahaba zu bewachen. Und die waren weit von der Sahabe. Der erste Sahabi sagt zu anderen, was für Nacht, was für Teil von Nacht willst du schlafen? Das andere Sahabi sagt, ich will den ersten Teil der Nacht schlafen. Was hat der andere? Hat angefangen zu beten. Während er betete, kamen die Feinde und haben ihm mit einem Pfeil geschossen in seinen Rücken. Er betete weiter. Da kam ein zweiter Pfeil in seinen Rücken. Betete weiter. Nachdem er dritte Pfeil bekommen hat, er hat Angst um sein Leben und um Sahaba und anderen. Er hat schneller Ruku und das Sujud gemacht und hat anderen Sahabi wach gemacht. Der andere war schockiert. Er sagt, warum hast du mich nicht wach gemacht? Ich sage, schau mal. Ich sage, ich habe eine Sura angefangen. Ich wollte sie nicht beenden. Schau mal diesen Satz jetzt. Ich habe eine Sura angefangen. Ich wollte sie nicht beenden. Ein Sahabi, der lebt in Jahiliyyah und der hat Wein getrunken und hat viele schlechte Sachen gemacht. Er sagt jetzt, ich habe ein Sura angefangen, ich wollte sie nicht beenden, obwohl er in Gefahr ist. Es bedeutet, dass dieser Sahabi, er hat Allah subhanahu wa ta'ala vollkommen kennengelernt, gekannt. Er hatte ein vollkommenes Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat Allah vollkommen geliebt. Er hat Allah vollkommen geliebt. Und er hat Al-Ibadah genossen. Das ist diese Maschine, die Zivilisation. Das bedeutet, Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Maschine gegründet. Und ich gebe ein Beispiel, ein anderes Beispiel von einem anderen Sahabi. Abu Bakr. Abu Bakr, nachdem diese Ereignis von Aisha, als Al-Munafiqin über Aisha geredet haben,
über ihre Würde und Würde vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ein Mitglied der Familie von Abu Bakr, was Abu Bakr hat ihm versorgt, war arm. Abu Bakr war reich. Abu Bakr hat diesen Mensch versorgt. Er gehört seiner Familie. Er hat auch über Aisha geredet. Also niemand wird sowas akzeptieren. Abu Bakr war zorn. Allah sagt zu Abu Bakr, فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Vergibt. Allah hat Abu Bakr in dieser Sura nicht mit Namen erwähnt. Er sagt zu Abu Bakr, du sollst ihm verzeihen und gib ihm weiter die Versorgung. Was macht Abu Bakr? Hat weitergegeben. Warum? Allah hat ihm das gesagt. Es bedeutet, dass ein Muslim als Sahabi, er ist jemand, der seine persönliche Neigung verneint hat. Er ist jemand, der, wenn er einen Befehl hört, er genießt die Realisierung des Befehls. Das ist die Generation von Sahaba. Der Prophet hat diese Generation recht zivilisiert. Danach, du siehst die Geschichte von der Umma in Bezug auf Mitglieder oder in Bezug auf Gesellschaften. Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat die großen Zivilisationen, die Geschichte gegründet. Du redest über die Phase von der Khulafa al-Rashidun, Abu Bakr und Umar und Uthman und Ali. Die Leute, die lebten in einer großen Sicherheit. Und die Leute, sie lebten die Hoheit der Werte und Prinzipien. Danach kam der Staat von den Umayyaden. Viele von uns, die kennen diese Geschichte gar nicht. Dawla al-Umayya. Dawla al-Umayya ist bis Andalusien angekommen. Also die hat Andalusien erreicht. Die war in Damaskus, die hat Andalusien erreicht. Das ist eine große Geschichte und eine leuchtende Geschichte. Weil die Muslime, die blieben in Andalusien 800 Jahre. Also wir reden, in dieser Zeit reden wir über Mittelalter, nicht von uns. Wir haben kein Mittelalter. Mittelalter in Europa, Dunkelheit. Aber eine andere Seite, das war die Zeit der Zivilisation. Und es gab einen, dieser Historiker, Arzt, Gustave Le Bon in Frankreich sagt, die Lichter von Cordoba, also die Straßen von Cordoba, die waren geleuchtet, während die Wölfe, während die Wölfe liefen in der Straßen von Paris. Die ersten Universitäten, Bibliotheken, die großen Gelehrten. Die Bibliothek von der Sahara, die hat alle Bücher der Welt geholt. Khalifa al-Mansur hat überall viel Geld ausgegeben, um die Bücher von der ganzen Welt zu holen. Da kamen alle Studenten der Welt nach Sahara, nach Cordoba, zu studieren. Die großen Gelehrten waren durch Hazm, Baji, alle große Zivilisation. Und auch in Sizilien. Wo ist Sizilien? Wo ist das? Italien. Die Muslime, die lebten dort mehr als 220 Jahre. Wer hat Sizilien zum Islam gebracht? Ein Faqih Maliki, der Schüler von Imam Malik. Viele wissen das nicht. Asad bin Furat, der war ein Schüler von Imam Malik in Tunesien. Und sein Grab ist in Sizilien. Viele Gelehrten von uns sind begraben in Sizilien. Davon der Imam Maziri, ein Faqih Maliki. Viele wissen das gar nicht. Frag mich über Fußballer oder das können wir reden. Frag mich über Tänzer, das wir können Informationen geben, oder? Aber frag es über deine Geschichte. Das ist wie jemand, kannst du vorstellen, jemand, der ist in einem, kam in der Welt, der kennt nicht seinen Großvater, Großmutter, niemand kennt er. Als er aufgewachsen ist, 17, 18, er spürt einen Mangel in seiner Seele und er hat angefangen, seine Familie zu suchen, oder? Jeder macht sowas. Er sucht seine Quelle. Woher komme ich?
Ja, er sucht seine Familien und sein. Viele Leute machen ja diesen Test, um zu schauen, woher er kommt. Und wenn die sagen zu ihm, du kommst aus Afrika, er weint. Sagt mein Großeltern. Also da, ich kenne einen Freund, der hat eine. Er hat, seine Frau kommt aus Irland. Er hat diesen Test gemacht. Ich fand, er kommt auch aus Irland. Die erste Universität auf der Welt war ja in Andalusien, auch von Muslimen gekommen. War der erste Universität der Welt mit dieser Form, was wir jetzt kennen, diese Stühle, das war in Fez, in Marokko. Nein, stimmt, ja. Das hat eine Frau gegründet, Fatima Al-Fihriya. Ja? Also es bedeutet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat diese Zivilisation gegründet. Danach kam Dawla al-Abbasiyya, danach kam al-Mamalik, das sind Türken und Kurden, danach kam al-Uthman, Dawla al-Uthmaniyya. Also es bedeutet, dass diese Geschichte ist eine leuchtende Geschichte. Das ist in Bezug auf Gesellschaft, in Bezug auf Mitglieder. Du findest, dass in unserer Geschichte gab es große Persönlichkeiten. Sehr große Persönlichkeiten. Große Vorbilder. Du siehst, dass, wenn wir reden über das Thema Al-Fiqh, du siehst Imam Abu Hanifa, Nu'man, weil viele Leute in der Welt, islamischen Welt, folgen Abu Hanifa. Abu Hanifa, die Gelehrten sagen, der Kopf von Abu Hanifa wurde für Al-Fiqh erschaffen. Dieser Mechanismus, sein Kopf, er wurde für Al-Fiqh erschaffen. Genau wie sein zwei Schüler, Muhammad ibn Yusuf, Imam Yusuf, Muhammad ibn Yusuf, zwei Schüler hatte er, Moment. Muhammad ibn Yusuf, Moment, zwei, die kommen. Mohammed Shaybani. Moment. Also Abu Hanifa, die Gelehrten sagen, das war ein Genie, war ein sehr intelligenter Mensch. Du findest ihn in Al-Madina, Imam Malik, Abu Abdullah, Alhamdulillah, Malik ibn Anas al-Asbahi. Imam Malik, Prophet sallallahu alaihi wasallam, erwähnt den Imam Malik in einem Hadith, dass die Schüler, die werden zu Imam Malik kommen. Imam Malik, bevor er rauskommt, um ein Hadith zu geben, er hat die beste Kleidung angezogen. Er hat sich parfümiert. Und wenn du Imam Malik siehst, du denkst, er ist ein Khalifa, wie er angezogen hat. Wir haben in Al-Maghrib, Briefmarke, alte Briefmarke. Ich saß einmal in einem Post, ich warte auf jemanden, da kam ein Großvater mit seinem Enkel. Der Enkel hat zu seinem Großvater gesagt, da sind die Königen, die früheren Könige. Ich dachte, ja, das sind die Könige. Ich habe gesagt, nein, das sind die Gelehrten. Allah. Ich sage, nein, das sind die Bilder, die Gelehrten, die waren wie Königen. Also Imam Malik al-Zubaydah, die Frau von Harun Rashid, ihm gesehen hat, die hat zu ihrem Mann, Khalifa, Harun Rashid, gesagt, das ist ein Khalifa. Wallah, das ist ein Khalifa. Anas al-Shafi'i kam mit 17 Jahren, also er war 17, kam von Mekka zu Al-Medina, er wollte bei Imam Malik studieren. Er hatte ein Zettel von der Bürgermeister von Mekka zu Bürgermeister von Al-Medina, damit Imam Malik al-Shafi'i annimmt in sein Halaqa. Er hat geklopft, da kam die Frau, die arbeitet bei ihm, die Dienerin. Wer sind Sie? Ich bin der Bürgermeister, Emir al-Medina. Was wollen Sie? Imam Malik. Er kam rein zu Imam Malik. Was will er? Sagt, er will dich. Sag ihm, wenn er Hadith will, er weiß, wann ich rauskomme, zum Hadith geben. Er hat gesagt, nein, ich will kein Hadith, ich will ihm persönliche Sache. Sie hat gewartet, dann kam sie raus mit einem Stuhl. Sie hat einen Stuhl gestellt, da kam Imam Malik und saß, was wollen Sie? Sie hat ihm diesen Zettel gegeben, hat er zerrissen. Sagt, wann
Wann war Ilm al-Hadith mit solchen Zetteln? Dann, Imam Shafi hat gesprochen und sagt, ich kann dein Buch al-Muwatta auswendig. Das ist ein dickes Buch, al-Hadith. Er hat gesagt, ja, sag was. Er hat angefangen, auswendig zu sagen. Er hat ihm angenommen. Shafi'i, auch eine große Persönlichkeit von dem Islam. Shafi'i, das ist auch ein großer Genie, ist das. Imam Ahmad, sein Schüler. Weil viele wissen nicht die Verbindung zwischen diesen vier Imamen. Weil Imam Ahmad ist ein Schüler von Shafi'i und Shafi'i ist ein Schüler von Malik. Imam Shafi'i, er hat ein Buch geschrieben, das Buch heißt Risala. Weil in seiner Zeit gab es ein großer Streit in Al-Fiqh zwischen die Schule von Al-Iraq, von Abi Hanifa und die Schule von Imam Malik in Al-Medina. Imam Shafi'i bekam einen Brief von einem Gelehrten, heißt Abdurrahman ibn Mahdi, und hat ihn beauftragt, hat ihm schreib ein Buch, und damit dieser Streit mindert, damit er diesen Streit mindert, hat er das Buch Al-Risala geschrieben. Abdurrahman ibn Mahdi, als er das Buch gelesen hat, hat gesagt, ich habe nicht gewusst, dass Allah subhanahu wa ta'ala so einen Verstand erschaffen hat. Imam Ahmad hat ihn sehr verehrt. Imam Ahmad hat das Dua für seinen Vater und Mutter und für Imam Shafi'i. Imam Ahmad ist auch eine große Persönlichkeit, weil wir Muslime, wir verehren diese vier Imam. Imam Ahmad, sein Vater starb, als er Kind war. Du findest die Gemeinsamkeit zwischen den drei Imamen, dass die Mütter von ihnen, die haben ihn erzogen auf eine wissenschaftliche Art. Die Mutter von Imam Ahmad, die hat ihn auf ihren Rücken genommen, zum Fajr gebetet, hat gebetet und sagt zu ihm, sitz zu Halaqa von Gelehrten. 7 Jahre, 8 Jahre, er saß, hat das gehört. Genau wie Imam Malik. Imam Malik, die Mutter von ihm, sagt, hat zu ihm gesagt, sitz in der Halaqa von Rabi'a, schreib nichts, schau nur, was er macht. Genau wie Shafi'i, die Mutter auch, weil Shafi'i, sein Vater starb, als er 2. Der hat ihm auch so erzogen, als er klein war. Von diesen großen Persönlichkeiten, es gab ein großer Gelehrter in Al-Basra, in Al-Iraq, heißt Khalil ibn Ahmed al-Farahidi. Khalil, er stammt aus Oman. Die Familie von ihm, die wanderten nach Al-Basra aus und dort ist er aufgewachsen. Khalil ibn Ahmed, wie soll ich euch das jetzt weitergeben, der Wert von Khalil. Wer ist Khalil? Bevor ich über ihn rede, kannst du vorstellen, jetzt ein Muslim, Sahabi, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Umar, Uthman, Ali, alle diese großen Sahaba, die haben den Koran von Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gehört, die haben alles verstanden, weil die Araber waren. Die müssten nicht Grammatik studieren, oder? Was ist Fa'il, was Maf'ul bi, was Prädikat, was Mubtada, was Khabar. Die müssen gar nicht. Warum? Weil die waren Araber von klein. Die haben das mit Milch ihren Mutter genommen. Das bedeutet, er hört, was Allah sagt, er versteht das. Er braucht nicht Grammatik studieren. Es bedeutet, das Wissen von Grammatik, zum Beispiel, er war im Gehirn von As-Sahab. Aber dass ein Gelehrter kommt, und er macht das Wissen, was im Gehirn ist, auf ein Blatt, das ist schwer. Oder? Dass er diese Regeln untersucht. Alle Gedichte von Araber und Koran und Sunna. Und er macht diese Regeln so. Das ist nicht einfach. Al-Khalil hat das gemacht. Al-Khalil, die Gelehrten sagen, der war ein Denker. Wenn er Adhan von der Dhuhr hört, er will die Moschee gehen, er findet sich außerhalb der Stadt. Er denkt nach, er vergisst das Dhuhr und die Moschee und alles. Nachdem er die Regeln von Grammatik beendet hat, hat angefangen, über Mathematik nachzudenken. Seine Schüler sagen, möge Allah Khalil al-Rahma geben. Er schlief in Marbad al-Ibil, bedeutet, wo die Kamele schlafen. Und wir essen Brot mit seinem Wissen, weil die Schüler nach ihm, die haben Bücher geschrieben und die hatten Geld. Aber Khalil, der hat kein Geld, war arm. Die haben gesagt, er macht keinen Unterschied zwischen Kot und Geld.
Er lebte für diese großen Sachen. Khalil ibn Ahmed. Hat jemand eine Frage über was wir gesagt haben? Ja, ich habe eine Frage zu Beginn. Nämlich, als um Muwahidun geht, also zu Beginn des Zeitalters. Muwahidun? Ja. Ob Khadija radhiyallahu anha zu denen gehört hat. Also du redest über den Staat von Muwahidun? Nein, ob sie genau, wie zu dem Johann der Farbe. Also, ja? Er meint die Muwahidun, die Monotheisten vor Islam. Also zu Zeit von Prophet Sallam, aber bevor Prophet Sallam Prophet wurde, ob Khadija radhiyallahu anha auch zu denen gehört hat, wie ihr Cousin. Genau. Es gab, weil die Religion von Ibrahim war in Arabien. Jazirat al-Arab, also Arabien, es gab Leute, die haben Planeten angebetet. Das waren im Norden von Irak. Ja, die haben Planeten angebetet. Und es gab Leute, die haben Stein angebetet. Das ist das Volk von Prophet Salaisen. In Mekka gab es keinen Stein. Die Leute waren alle Monotheisten. Da kam ein Führer von Mekka, Amr ibn Luhay, er ging nach Scham. Und Scham war erobert von Römer, war ein Besitz von Römer. Aber er ging nach Scham, er sah, die Römer sind reich. Es gibt alles. Also wie jemand jetzt kommt nach Stuttgart und sagt, ah, subhanallah, Zivilisation. Aber er sagt, Amr ibn Luhay hat gesagt, diese Reichtum verbunden mit dieser Götzendienerei. Weil dort, die haben diese Götzen angebetet. Die hat drei Götzen gebracht nach Mekka. Dieser Prophet, er hat gesagt, dass der Erste, er hat gesehen, Amr ibn al-Hay in Jahannam, wurde gequält, weil der Erste, der die Götzen nach Mekka brachte, das war er. Und danach haben die Leute von Mekka, die haben angefangen, diese Götzen anzubeten. Die Araber bevor der Zeit von Prophet er hat an Allah geglaubt. Allah sagt im Koran, wenn du sie fragst, wer sie erschaffen hat, sie sagen Allah. Ja? Wenn du sie fragst, wer hat den Himmel und Erde erschaffen, sie sagen Allah. Aber sie nehmen diese Steine, damit sie Mittel zu Allah sind. Also die glauben nicht an Rububiyya, an diese Steine. Weil ein Mann kam zum Prophet, der Prophet fragte ihn, wie viel Götze hast du? Er sagt, 8. Schau mal, Prophet, wie intelligent er sagt, wenn du Angst hast, zu wem willst du? Sag, zu denjenigen im Himmel. Wenn du was brauchst, zu wem? Dann Prophet sagt, dann lass diese 7 und mach diese 7 weg und bete Allah an. Es bedeutet, dass diese Teil von Polytheisten, die haben Steine angebetet. Abu Bakr, Prophet sallallahu alaihi wasallam, viele anderen, Ali radiallahu, die haben nie einen Stein angebetet. Ein Vetra von ihnen, die war Khalisa. Auch Waraq ibn Nawfal, weil viele von ihnen, die waren Muwahhidun. Die haben an Millet Ibrahim geglaubt. Ja? Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam, die haben dem Prophet sallallahu alaihi wasallam gefolgt. Ja? Gibt es Fragen über das, was wir geredet haben? Wir diskutieren das Thema jetzt über diese Maschine, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gegründet hat. Also jetzt die Frage ist, läuft diese Maschine noch? Funktioniert diese Maschine noch? Funktioniert. Oder? Die Maschine, Al-Iman ist noch da. Al-Quran ist noch da. Al-Sunna ist noch da. Aber wo ist das Problem? Warum diese Maschine läuft nicht richtig? Die Maschine ist immer da. Aber was lenkt den Muslim, diese Maschine richtig zu erleben? Jeder kennt seinen Fehler. Also jeder kennt seinen Fehler. Also du siehst, wir kehren immer zu dieser Frage, wie ist unsere Beziehung zum Koran? Ist das eine enge Beziehung, eine tägliche Beziehung oder ist das eine hobbymäßige Beziehung? Dass man liest, wenn man Lust hat und lässt das. Das bedeutet, wenn wir kehren zur Zeit von Sahaba, ein Muslim Sahabi hat 10 Ayat,
hat mit 10 Ayat angefangen. Er nimmt 10 Ayat, er lernt sie auswendig, er schaut die Bedeutungen von diesen 10 Ayat und er betet mit den 10 Ayat und er lebt mit den 10 Ayat. Schau mal jemand, der läuft auf der Straße und vielleicht er kennt die Straße, arbeitet, aber er singt irgendein Lied, oder? Gibt es Leute, die er lebt mit diesem Lied? Genau, ein Muslim mit den 10 Ayat. Er liest immer diese 10 Ayat. Er läuft auf der Straße und er liest diese 10 Ayat. Also er lebt diese 10 Ayat. Bis diese 10 Ayat ihm gehören. Weil wenn ein Muslim Schwierigkeiten hat, dann kommen die 10 Ayat hoch. Die Ayat von Sabr kommen hoch, zeigen dich. Ja? Wenn er zum Beispiel ein Wohltat bekommt, dann kommen die Ayat von Shukr hoch. Die sind immer da. Yusuf in Surat Yusuf لقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. يوسف عليه السلام als er die Frau von Al-Aziz konfrontiert hat. Das ist die Frau von Al-Aziz. Und das ist ihr Haus. Und die befehlt. Und die ist schön. Und Yusuf ist gharib, ist fremd, ist jung. Er könnte sagen, ja, ich bin gharib, ja, ist kein Problem. Das ist eine große Prüfung. Laula ar-ra'a burhana rabbihi. Al-Ayat kamen hoch zu Yusuf alayhi salam. Das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala, seinen Namen, Eigenschaften kamen hoch. Und die waren ein Hinder zwischen ihm und Al-Fahisha. Genau wie diese 10 Ayat, man erlebt diese 10 Ayat. Und in der Zeit der Schwierigkeiten kommen hoch diese 10 Ayat. Und das braucht immer eine Wiederholung, das Leben mit dem Koran. Ich sage jetzt Worte, aber das zu praktizieren, das braucht wirklich, was braucht das? Du brauchst eine Wille, Irada. Ob du willst oder nicht, das ist die Frage. Deshalb ein Muslim Sahaba hat 10 Ayat gelesen, gelernt, Ibn Abbas sagt, wir haben das gelernt, wir haben es gelesen und wir haben das erlebt, gelebt. Und dann gehen zu anderen 10 Ayat und erleben die 10 Ayat. Genau wie mit den Ahadith. Und der Koran, während du den Koran liest, der Koran korrigiert die Fehler deiner Seele. Weil du liest den Koran und du kennst die Fehler deiner Seele und du korrigierst das. Also du holst Licht von dem Koran zu deiner Seele und du füllst diese Lücken in deiner Seele. Aber das braucht eine tägliche Arbeit. Immer 1,5 Stunden pro Tag, 2 Stunden, 4 Stunden pro Tag. Ich habe letztes Mal erzählt über einen Rezitator. Ich erzähle euch immer über diesen Rezitator. Also, subhanallah al-Adim, es gibt einen großen Rezitator in unserer Zeit. Er sagt, sein Vater, er las den Koran in 3 Tagen. Also in 3 Tagen beendet er den Koran. Dann beginnt. Der Vater von ihm war krank. Also dieser Rezitator kommt aus Somalien. Der war krank, Koma. Die brachte ihn nach Ägypten, Krankenhaus. Die Ärzte haben gesagt, wir können nichts machen. Warum hast du ihn gebracht? Ist vorbei, fertig. Dieser Rezitator, er saß neben seinem Vater im Krankenhaus. Er las den Koran, wenn er Fehler macht, sein Vater im Koma korrigiert ihn. Und er stand auf vom Koma und er lebte 9 Jahre gesund. Aber warum? Er lebt mit dem Koran. Kannst du dir vorstellen, du beendest den Koran in 3 Tagen. Das ist schwer. Niemand kann so. Das ist, du brauchst eine, nicht nur, du musst richtig aufmerksam. In 3 Tagen, sein Sohn hat das in einer Woche beendet. In 3 Tagen, das ist schwer. Muss wirklich richtig Zeit, das ist machbar, ist das. Aber wie viele Stunden braucht man, damit man, also wenn du den Koran in 3 Tagen lesen willst, du sollst 10 Ajza pro Tag lesen. Wie viel Zeit braucht ein Juz?
Moment. Also drei Ajza brauchen ungefähr eine Stunde 15 Minuten. Eine Stunde 15 Minuten, also drei Ajza. Neun Ajza, eine Stunde mal fünf, also mal drei. Vier Stunden, fünf Stunden brauchst du pro Tag. Fünf Stunden. Du betest Al-Fajr, du sitzt eine Stunde. Du betest Al-Dhuhr, du sitzt eine Stunde. Du betest Al-Asr, du sitzt eine Stunde. Du betest Al-Maghrib, du sitzt eine Stunde. Du beendest Al-Quran drei Tage. Ist das machbar oder nicht? Aber das Problem, wir brauchen sieben Stunden mit unserem Handy. Das ist das Problem. Diese Handy, weißt du, wir haben Angst, dass wir was verpassen in dieser Welt. Da jemand schreibt dir, du musst schnell antworten. Aber es ist wirklich machbar, wenn jemand das machen will. Fünf Stunden pro Tag, also der Koran in drei. Das bedeutet, wenn du den Koran in drei Tagen liest, du lebst mit Nuh, alayhi salam, und Ibrahim, und Ismail, und Yusuf, und Jakob, und Prophet, und Musa, und Isa. Du lebst mit ihnen jeden Tag. Diese Geschichten wiederholen sich. Wenn Allah über sich redet, wiederholt sich. Jeden Tag. Al-Baraka. Allah umfasst dich mit Al-Baraka. Wie spät? Ich wollte nur eine halbe Stunde reden. 15 Stunden. Was? 50. Also, wie man eine Frage über was wir gesagt haben. Eine Frage, und zwar, wir leben zurzeit in sehr schwierigen Zeiten. Was würdest du uns empfehlen, wir persönlich als individuelle Muslime, was machen sollen? Weil manchmal ist es schwierig, soll ich Kommentare schreiben, soll ich da auftreten, soll ich da machen, soll ich für mich Zeit nehmen, weil es ist überall chaotisch. Und zweite wäre, was sollen wir mit den anderen tun? Dann wieder anderen umgehen, damit inshallah, was sich tut, im Positiven. Ja, du hast recht. Also, die Lösung jetzt, die Lösung, dass, wenn jemand was erreichen will, man muss seinen Tag beginnen voll Fajr. Weil diese Zeit von Fajr und vor Fajr, die Zeit von Baraka, da kann man viele Sachen erreichen. Also man betet den Fajr und hat man 90 Minuten oder 2 Stunden, man realisiert viele Sachen, was man hat. Zum Beispiel lernen, lesen macht man in diese 2 Stunden. Die Leute schlafen noch. Und wenn die Leute aufstehen, du hast dieselbe Zeit wie die Leute, aber du hast schon was erreicht. Weißt du? Und das Problem, was unsere Zeit auch klaut, dass, wie ich gesagt habe, diese Kleinigkeit, diese Handy, diese Sachen, wenn du jetzt zählst, diese Minuten, du findest das ein bisschen 3 Stunden, 4 Stunden über Sachen, die wir gar nicht brauchen. Deshalb, Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, Burika li ummati fi bukuriha, sabah. Wenn man seinen Tag nach dem Fajr beginnt, egal, eine Stunde, eine halbe Stunde, eineinhalb Stunde, macht die Sachen, die wichtig sind für ihn. Was ist wichtig? Du lernst, dann lerne in diese eine Stunde oder eineinhalb Stunde. Mach diese wichtigen Sachen früh. Und dann auch am Tag. Aber zum Beispiel, wenn man zum Arzt geht, nimmt ein Buch mit. Man macht Muraja. Jetzt gibt es, Alhamdulillah, Mushaf ist in unserem Handy jetzt. Mushaf ist bei uns. Wenn du im Zug bist, wenn du im Bus bist, musst du lesen. Aber solche Sachen, was brauchen die? Die brauchen eine. Man soll selbstbewusst sein. Also ich, erstmal ein Irada, ich will, dann plane ich wie und dann mache ich. Das muss diszipliniert sein. Keine Minute verlieren. Wenn man beim Arzt ist, nimmt ein Buch für Arzt. Wenn man im Bus ist, nimmt ein Buch für Bus. Wenn man im Auto ist, macht ein Muraja'a. Man fährt und macht ein Muraja'a. Läuft auf der Straße, macht ein Adkar auf der Straße. Auch man teilt seine Zeit auf jeden Gebet. Nach Dhuhr mache ich 10 Minuten so. Es gibt Gelehrten, es gibt viele Gelehrten, wie ein Muhaddith in Ägypten, Ahmed Ma'bad heißt er, hat gesagt, ich habe viele große Bände gelesen, bevor dem Schlafen 10 Minuten.
Also bevor er schläft, er liest 10 Minuten. Ich habe diese Sache realisiert, nicht mit Lesen, mit Lernen. Meine Notizen, was ich früher gelernt habe, bevor ich schlafe, ich lese das und ich schlafe ich. Ich lerne gar nicht. Ich lese und dann schlafe ich. 10 Minuten. Diese 10 Minuten bevor dem Schlafen, das ist, also, was für, wie viele Tage gibt es im Jahr? 365 mal 10. 3665 Minuten. Diese kleine, diese. Also, es gibt noch eine Stunde bis zum Maghrib. Sitzen machen wir Dicker oder lesen wir Koran, ja? Ich habe hier auch eine Frage, die vielleicht ein bisschen persönlicher ist, aber die uns helfen könnte. Was ist der beste Rat, den du bekommen hast, der dich immer noch bei mir? Komm lernen. Ja, den du persönlich bekommen hast, ja. Der beste Rat. Beste Rat. Beste Rat. Beste Rat, was ich bekommen habe, ich soll meine Zeit nie verlieren. Ja, das ist ein Rat, habe ich bekommen. Ich soll Zeit, hier in Deutschland sagt, Zeit ist Gold oder Zeit ist Geld. Weißt du? Aber bei uns Zeit ist ein Teil vom Paradies, ist das. Weil du kannst viele Bäume im Paradies pflanzen, während du Subhanallah, Alhamdulillah sagst, in einer Minute. Weißt du, Zeit. Wir sollen immer unsere Zeit nutzen. Bei jeder Angelegenheit. Du sollst am Tag, bevor du schläfst, du sollst wissen, was du am nächsten Tag machst. Was für Hauptsachen, was du machst. Es gibt immer, du sollst immer drei Hauptsachen haben. Wir reden nicht über Gebete. Du sagst zum Beispiel, die erste Hauptsache, ich lerne den Koran. Zweite Hauptsache, ich rezitiere den Koran. Dritte Hauptsache, ich lese ein Buch oder irgendwas. Du sollst immer drei Sachen haben, drei großen Sachen haben. Weil bevor du schläfst, du schaust, habe ich die drei Sachen realisiert oder nicht? Immer, du solltest immer drei Hauptsachen haben, pro Tag. Oder vier, je deine Zeit. Ja, und dann, also wenn man dauerhaft arbeitet, dann sieht man die Früchte. Weil wenn du isst, das, was du isst, zeigt dir nicht deinen Muskel sofort. Aber nach zwei Jahren sagt, Alhamdulillah, ich bin gut geworden, oder? Genau mit dem Ilm. Al-Ilm und Lesen. Du lest heute, morgen, Monat, zwei Monate, drei Monate, vier Monate, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Alhamdulillah, jetzt, ich verstehe mehr als vorher. Du siehst nicht, was die Buchstaben mit dir machen. Die Buchstaben, die arbeiten in dir. Die Rezitation vom Koran arbeiten in dir. Die Bücher arbeiten, Adhkar arbeiten in dir. Alle diese Sachen arbeiten in dir. Das siehst du danach, nach einem Jahr, zwei Jahren. Aber wenn du eine Woche beginnst und dann hörst du auf ein Jahr, dann wirst du nie was schaffen. Ja. Dann, سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيك